Hallo meine Lieben, willkommen bei Frejas Orakel und Wegweiser. Jetzt schaue ich mal auf die Situation aufgrund der Community. Ja, ihr habt euch das ja gewünscht. Wie wird denn das nächste Treffen mit deinem Herzensmenschen werden? Wie wird das nächste Treffen mit deinem Herzensmenschen werden? Ach, da ist sogar die Karte runtergefallen. Moment. Oh, da bist du schon mal. Oh, dein Herzensmensch guckt in die Wunscherfüllung. Das ist doch schon mal gut. Wow. Oh, das sieht doch sehr, sehr gut aus, Leute. Das sieht sehr, sehr gut aus. Guck mal, hier ist dein Herzensmensch und er hat die Wunscherfüllung hier so im Kopf. Die Einladung, ja, und auch die Tiefe. Vielleicht könnte es hier etwas tiefer mit euch gehen am Wochenende. Man macht sich hier auf die Reise, ja, trotz dass man noch Ängste hat. Ja, man guckt aber auch so ein bisschen in die Komplikationen in diesen Treffen, in die Enttäuschungen noch so ein bisschen rein. Ja, aber das kommt hier wahrscheinlich wieder in die Stabilität. Vielleicht trifft man sich auch hier zu Hause. Aber dann ist hier wieder so ein, ja, so ein Nebelchaos, wo man nicht weiß, wo man da dran ist bei der Verbindung. Ja, und man hat aber Sehnsucht und trifft sich dennoch. Ja, hier ist auch eine Kommunikation. Ja, die hier eine Entscheidung erfordert. Hier sind zweimal die Entscheidungen. Also, hier geht dann dieser Schmerz raus und das Ganze kommt in die Stabilität rein hier. Ja, und in den Neuanfang. Wir schauen weiter. Was fühlt dein Herzensmensch gerade hier für dich? Was fühlt er? Freundschaft, Treue, Loyalität. Und wohin führen denn die nächsten Schritte hier bei euch? Oder ruft mein Kind in die Blockaden. Ja, in die Blockaden. Vielleicht blockiert er hier wieder etwas. Wohin führen die nächsten Schritte hier noch bei euch in der Verbindung? Ja, man macht sich aber auf die Reise trotz allem zu dir. Ja, also es hat schon so seinen Grund und seine Ursache, warum. Und da ist auch die Liebe zu sehen. Man spürt natürlich auch diese Anziehung zu dir und eurer Freundschaft. Ihr begegnet euch, aber trotzdem nagt hier noch etwas bezüglich eines Neuanfangs hier an ihm. Ja? Okay, ja, ich wünsche euch erstmal ein ganz, ganz tolles Wochenende noch. Ciao, meine Lieben.